Im geplanten Projekt der Aushubdeponie im Mittelwald hat der Höchster Bürgermeister sehr schnell gehandelt. Was ist nun das Problem? Dass wir davon nicht informiert wurden, bevor der Bürgermeister bereits Versprechen gemacht hat, einem Bauunternehmen gegenüber, und dieses Bauunternehmen dann bereits eine Eingabe beim Land gemacht hat, mit vielen Gutachten, mit viel finanziellem Aufwand, und so der Bürgermeister uns wieder einmal vor fertige Tatsachen stellt. Ja, ich glaube, das Problem ist eventuell, dass wirklich die Information zu schlecht geflossen ist. Das möchte ich unumwunden zugeben. Allerdings, wenn man auch politische Diskussionen führen möchte, ist ja, glaube ich, eine gute Grundlage eine wertvolle Sache. Und wir bekommen jetzt sicher über das Verfahren 6, 7 Stellungnahmen von Sachverständigen, Forstwirtschaft, Natur- und Landschaftsschutz, Wasserrecht und verkehrstechnische Gutachten. Und dann können die politischen Gremien aufgrund dieser Gutachten entscheiden, ob wir diese Deponie wollen oder nicht wollen. Nun ist ja auch der Sohn des Bürgermeisters Prokurist bei der betroffenen Firma. Was glauben Sie, was hat es damit auf sich? Grundsätzlich darf natürlich auch der Sohn des Bürgermeisters Geschäfte machen in der Gemeinde. Nur ist dies eine äußerst sensible Angelegenheit, und wir würden uns wünschen, dass der Bürgermeister damit viel sensibler umgehen würde. Das hat mit dem Sohn absolut gar nichts zu tun. Das war diese Firma, die am Anfang angesucht hat, ob eine solche Aushubdeponie möglich wäre. Und ich verwehre mich sehr stark. Ich glaube, das kann man mir nach 23 Jahren Bürgermeisteramt nicht nachwerfen. Ich hätte irgendwen bevorzugt, und ich werde auch meinen Sohn sicherlich nicht bevorzugen. Was erwarten Sie sich nun, wie die ganze Sache weitergeht? Ja, nachdem die Sache schon wieder ganz verhaut wurde vom Bürgermeister, wird er jetzt mit den Widerständen umgehen müssen, die ihm von allen Seiten entgegenkommen. Und wir haben den Konflikt, den wir eigentlich nicht brauchen würden. Es findet jetzt ein Gutachterverfahren statt mit einer kommissionellen Verhandlung. Und erst dann, es kann ja kein Abschluss stattfinden, auch die Deponie wird ja nur stattfinden, wenn die drei Grundstückseigentümer, das ist die Gemeinde Fußach, die Gemeinde Geiser und die Gemeinde Höchst, wir sind gemeinsame Grundstückseigentümer, es müssen also alle drei Gemeinden Ja sagen, damit diese Aushubdeponie tatsächlich realisiert werden kann. Haben Sie schon Ja gesagt? Noch niemand hat Ja gesagt. Wie stehen Sie ganz generell zur geplanten Aushubdeponie? Grundsätzlich sind wir schon sehr skeptisch einem solchen Projekt gegenüber, für das ein ganzer Wald abgeholzt wird. Und wir fragen uns immer, wem nützt das Ganze? Ja, sie nützt sicher. Wir haben auch Aushübe im Rheindelta. Es ist auch vereinbart, dass also nur Aushubdeponie aus dem Rheindelta an dieser Deponie abgelagert werden darf. Und ich glaube, jede Region sollte eine Aushubdeponie haben. Das gibt es zwischen Lustenau und Hohenems. Unser Aushub wird derzeit entweder nach Hohenems oder nach Langen bei Bregenz gefahren. Das sind viele Kilometer, sind sehr teure Aushübe dadurch. Und wir könnten unserer eigenen Bevölkerung, unserer Wirtschaft, unseren Mittel- und Gewerbebetrieben helfen, ihre Aushübe in der eigenen Region zu deponieren.